So, und damit hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Dying Light 2, ist der Human. Oh, hey, du bist es. Ich wollte gerade sagen, und vor allem, guck mal, das sind Zwillinge. Soll das so? Lol. 1:1, nicht mal irgendwas unterschiedlich. Gleiches Cappy, gleiches Gesicht. What? Das sind Zwillinge, Leute. Korrekt. Verrückt. Ich wette, hier steht noch einer von denen. Das sind eigentlich Drillinge. So, Frankie Boy, was ist los hier? Ich will dringend mit mir reden. Frankie, mach mal bitte deinen Kopf. Verwundete? Wir haben im Fischauge Medizin und Lebensmittel für alle, die Hilfe brauchen. Kontaktiert uns per Funk. Oder stellt eine Fahne auf euer Gebäude. Die Nightrunner sind wieder da. Oha. Oh, Frank. Aiden, du bist am Leben. Frank, wenn du zur Festung willst, komme ich mit. Mensch, setz dich und hör mir zu. Du hast viele Leute gerettet. Ohne dich hätte ich niemanden warnen können. Aber ich halte es für keine gute Idee, dass du mitkommst. Es geht hier nicht um Waltz. Es geht um zu viel. Was soll das heißen? Gut, ich sag es dir, aber es muss unter uns bleiben, okay? Sag schon. Es wird weitere Raketenangriffe geben. Laut Williams wird der Großteil des Zentralrings zerstört werden. Verstehst du? Ist das eine Drohung oder eine Lüge? Das finden wir erst raus, wenn wir uns unterhalten. Und wenn das eine Falle ist? Aiden, zu Beginn der Pandemie war Villador eine von 20 Städten, die vom GRE isoliert wurden. Weißt du, wie viele bis heute überlebt haben? Keine einzige, außer unserer. Als das Virus außer Kontrolle geriet, wurden sie alle in die Luft gejagt. Villador wurde gerettet, weil jemand die Bombenangriffe aufhielt. Und ich glaube, das war Williams. Ich traue weder dem Schlechter noch Waltz, Frank. Ich will mitkommen. Wenn was schief geht, könntest du Verstärkung gebrauchen. Okay. Ich weiß, dass ich dich nicht aufhalten kann. Du kommst mit. Aber bleib ruhig und hör auf mich, okay? Aiden! Aiden! Echt mal gespannt, wie weit das mit seinen Wutanfällen noch geht, Leute. Quickie Wickie haben wir ja auch einfach umgebracht. Was ist das jetzt für ein Zeitsprung? Wie komme ich da hin und warum ist da dieser Aitor von den Peacekeepern? Ach geil, guck mal rechts, der Hahn. Mit einer Rohrzange. Ah, das ist keine Rohrzange. Was ist das für eine Zange? Wie nennt man die? Richtig geil, als Hahnersatz. Wir haben keine Zeit mehr. Wir müssen los. Alles okay? Mach auf! Ich brauche halt Hemmstoff. Jeden Moment hier. Ah, jetzt geht aber die Spannungskurve wieder schön nach oben. Freut mich. Ja, bist du ganz sicher okay? Mir ging's schon schlechter. Hier, trink. Wirst du es wirklich schaffen? Bin okay. Wird schon gehen. Oh ja, Halbzeit, Dortmund führt 2-0. Sehr gut. Wissen Sie es nicht? Dass der nächste Angriff kommt? Nein, wissen Sie nicht. Willst du es Ihnen nicht sagen? Nicht nötig.
Wenn mein Plan mit dem Colonel klappt. Und falls nicht? Dann ist hier morgen alles platt. Heute Abend wird auf jeden Fall gefeiert. Lass uns Juan holen. Der feiert mit. Wo ist Matt? Ist er schon hier oder lässt er sich noch Zeit? Matt ist oben. Wartet schon. Na komm. Aiden, schön, dass du noch am Leben bist. Du auch, Nicholas. Ohne dich sähe das anders aus, wie ich höre. Ohne dich wären wir längst alle tot. Bis bald, amigo. Bis bald, amigo. Was ich auf jeden Fall noch machen wollte... Warte mal, wir gehen mal noch nicht hoch kurz. Uno momento, por favor. Ich wollte mal nach draußen. Ich komme nicht gerade raus. Ja. Wollt mal ganz kurz zu dem Händler, Leute. Das ist wichtig, sonst vergesse ich das. Ihr wisst, Kopf wie Sieb und so. Muss ich mir überlegen, wo dieser Händler war. Da oben. So. Denn... Ich erfülle alle deine Wünsche. Können wir das bitte stecken lassen einfach? Kannst du die bitte, kannst du diese Aussage bitte einfach lassen? Danke. So, und zwar wollte ich mir nämlich mal hier Waffenmods holen. Jetzt ist die Frage... Komm mal vorbei! Komm mal vorbei! Ja, ich komm vorbei, Kumpel. Wir haben hier einmal Hieb. Hieb. Ich kämpfe eigentlich nur mit Hiebwaffen, merkst du das? Also nicht wirklich mit Stich oder Schnitt. Können wir mal gucken, was die... Hieb, Hieb. Das sind alles Hiebwaffen. Hieb. Hieb. Hieb, 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 Hieb. Wie so ein Vogel. Hieb, 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 Hieb. Ja, vorläufig Hieb auf jeden Fall. Oder übermäßig Hieb. Wie sagt man? Hier gibt's nichts für Hieb zu kaufen. Verdammte Kack, Mist. Schöne Sache. Schlachtung. Gewöhnlicher Schaftmod. Wendet Blutungseffekt auf eine Gruppe von Feinden vor ihnen an. Mhm. Sprengmod. Lädt mit der Zeit auf. Aktivieren. Lädt mit der Zeit auf. Bin bereit. Gefriert Gegner. Hallo Tobse, willkommen im Stream. Grüße. Ist das eine Kombizange, Drachenlanze? War das eine Kombizange? Weiß es nicht genau. So. Und das wäre Gift. Ist eigentlich alles nicht so pralle, wenn du mich fragst. Schlachtung. Blutung. Ja, komm. Wir haben genug Geld. Wir haben 11.000, Leute. Ich kann mir die alle kaufen, ganz ehrlich. Gefriert. Einfach mal alles gekauft für den Schaft. So, okay, dann müssen wir jetzt runter zu Frankie Boy. Beziehungsweise können hier oben rein. Let's go! Lol. Du musst durch die andere Tür. Ah! Logik! Hallo, Logik! Ja, dann Logik! Hallo, mein Heda. Na, Kater oder was? Du alte Schnapsdrossel. So, Freundchen. Matt, alles okay? Verdammt, Frank. Was, wenn das eine Falle ist? Wir müssen dem Hurensohn eine verpassen, ehe er die Stadt dem Erdboden gleich macht. Genau deshalb stecken wir in der Klemme. Der Trottel macht alles noch schlimmer. Genug. Williams sagt, es kommen weitere Raketen. Wenn er das weiß, dann vielleicht auch, wie man sie aufhält. Er hat einem Gespräch zugestimmt. Also ziehen wir uns fein an, gehen auf seine Insel und benehmen uns wie echte Gentlemen. Beweg deinen Arsch, Matt. Nur wenn ich ihm in seinen treten darf. Auf zur Schlachtbank. Auf zur Schlachtbank, Leute. Auf zur Schlachtbank. Aber ich muss sagen, ich find's geil. Erstens, jetzt muss ich ganz kurz was machen. Da müssen die auf YouTube jetzt durch, weil hier unten steht offline. Ich bin aber gar nicht offline. Hallo? Was soll das denn jetzt? Aber ja, ich hab's noch nicht eingetragen. Was steht denn im Titel, welche Streamnummer wir heute haben? Das hier schon geändert? Ich weiß es nicht. Mein Kurzzeitgedächtnis kickt wieder so hart. Muss mehr saufen, Leute. Das ist eindeutig so. Hier hatte Georg letztens in seiner Story das Single-Leben, Single-Leben besteht nur aus zwei Sachen. Geschlechtsverkehr und Alkohol. 74.
Siehst du, ist auch noch nicht richtig hier. So. Das war an dem Tag auf jeden Fall seine Antwort für alles, auf seine komischen Zuschauerfragen. Geschlechtsverkehr und Alkohol. Musste ich schon gut lachen, auf jeden Fall. Den wollte ich ja auch mal in Trinken gehen. Mit dem alten Stängel. So. Okay, Leute. Let's go! Warte mal, wo soll ich denn jetzt hin? Warum soll ich denn jetzt da lang? Wo ist denn eigentlich jetzt hier... Le Mans? Oh, hier, Konzert. Ich hab auch mal wieder richtig Bock auf ein Konzert. Ich habe sogar noch 2 Tickets für Konzerte. Also 2 verschiedene Konzerte. Und die werden halt 1000-mal verschoben. Ich find's halt geil. Trailer Park FSK 18 Abschiedskonzert. Jeder, der Trailer Park kennt, weiß, was da abgeht. Und die haben sich halt getrennt. Das ist Abschiedskonzert, weil die sich halt getrennt haben. Und das Konzert sollte stattfinden 2020. Jetzt ist es schon 22. Ja, wie? Jetzt bin ich extra hier runter. Jetzt steht er da oben. Verdammte. Wisst ihr, was mir an dem Enterhaken fehlt? Halt. Dass ich mich da hochziehen kann. Manche behaupten, es würden Menschen in den U-Bahn-Tunneln leben. Er kann sich aber da nicht hochziehen. Also die Band hat sich quasi, oder die Gruppe, ist ja keine Band, ist ja eine Rap-Gruppe, die haben sich getrennt und jetzt sind schon 2 Jahre rum und die müssen das Abschiedskonzert nachholen. Wo ich mir denke, Alter, die sind schon seit 2-3 Jahren getrennt und müssen das jetzt trotzdem noch nachholen. Das ist so dumm. Hey, Aiden. Kommst du nicht? Ganz schön viele Leute. Ich wette, Matt versaut es. Geht gar nicht anders. Gibt es einen Plan B? Oh, ich werde improvisieren. Und was, wenn er improvisiert? Mach dir nicht so viele Sorgen. Was soll ich denn sonst machen? Oh. Frank! Fuck, ich wusste es! Das sollte gar nicht sein. Hey, was ist denn jetzt? Wieso ist denn jetzt hier Krieg? Verstehe ich nicht. Und von wo greifen die bitte alle an hier? Ah, das ist meine gute Waffe. Die dürfen wir noch nicht benutzen. Versuch's lieber nochmal. Du lebst nicht mehr lange. Und ganz schön Damage, die Dudes. Ist das schon genug? Ja. Du Wichser! Ich hab keine Angst! Du wirst sterben, Arschloch! Zeig dich aus! Ich muss mal wieder reinkommen heute hier. Mehr ist nicht drauf! Du wirst nicht mögen, was gleich passiert! Du wirst. Der geht rein! Leute, dadurch, dass der mich weggeschubst hat, bin ich dem anderen ausgewichen. Richtig gut. Oh ne, die haben Frank verletzt, Alter. Der hat einen Pfeil in sich stecken. Hört sich mal an wie so ein Holzkopf. War nicht so schlau, sich... Hier stimmt was nicht. Frank, ich komme. Justin, ich kümmere mich gleich um dich. Moment, bitte bleib noch kurz im Chat. Wach bleiben, Frank. Schnappen Sie die Wichser, ich bleib bei ihm. Was ist passiert? Passiert? Die Abtrünnigen haben ihn abgeknallt. Wo waren Sie? Ja, aber da oben ist nicht schlimm. Bist du erst vergiftet. Aiden. Holen Sie den Laster ein, sonst kommen Sie nie zum Schlechter. Halten Sie ihn am Leben, Laster. Was? Halten? Was? Halte ihn am Leben, Laster folgen. Muss bei ihm bleiben, Frank helfen. Hä? Halte ihn am Leben? Achso, der Typ. Ich sag dem, der soll ihn am Leben. Nö, nee, wir kriegen den Laster auch so. Oder? Ah! Doch, ich will, dass Frank überlebt. Frank ist ein guter. Ich bleibe bei ihm. Es ist ein Giftfall, da kann man nichts machen. Ich hatte also recht. Das war eine Falle. Da, auf dem Laster ist ein Peilgerät. Sie dürfen nicht entkommen. Egal, was passiert. Du musst mir versprechen, dass Lawan nichts zustößt.
Versprich es mir, Frank. Oh, fuck, fuck. Die Heilerin Margaret kann helfen. Margaret, wo finde ich die? Die kennt sich mit Gift aus. Sie ist auf Culvert Island. Niemals einen Pfeil so rausziehen. Nein, Aiden, wenn der Last ist, kommt der Schlechter mit dem Mord an Frank davon. Wenn du Frank retten willst, mach hin. Ich rette jetzt Frank. Stoppen Sie den Wagen! Hören Sie, halten Sie ihn auf! Halt's Maul, Alter, ich hol jetzt... Aiden, bist du da? Was ist los? Bitte Margaret Aiden. Um Hilfe. Die Abtrünnigen haben angegriffen. Ah. Frank hat's erwischt. Giftpfeil. Ist er? Er wird's überleben. Ich besorge einen Gegengift bei einer Heilerin. Jetzt habe ich dem extra den Funkturm gegeben. Hallo, ich muss gleich da hoch. Das Schwein ist dran. Nein, LeWon. Geh zu Frank. Er braucht dich jetzt. Ich muss. Überlass mir den Schlechter und Waltz. Kümmer dich um Frank. Na schön. Hol sie dir beide. Für Mia und für Frank. Für Mia und für Frank. Wo ist denn die Heilerin da drüben, war wahrscheinlich? Jetzt wird's wenigstens spannend, Leute. Jetzt wäre hier Action jetzt. Aber Frank darf nicht sterben. Frank ist ein Guter. Ist zwar eine Schnapsdrossel, aber ist ein Guter. Eine gute Schnapsdrossel. Oh, hier eine Schaufel. Darf ich nicht nehmen. Schade. So, wo ist denn die Troller? Nitra-Trollala. Ja, geh hoch. Oh, Wunderheilerin. Komm, bitte hab ein Gegengift. Hilfe! Mein Freund, er wurde von den Abtrünnigen vergiftet. Immer mit der Ruhe. Zeig mir mal das Gift. Lol. What? Die ist blind? Und? Shh. Margaret! Bist du sicher, dass die Abtrünnigen das waren? Ja. Wieso? Aiden, hast du das Gegengift? Ja, noch nicht, aber... Das Gift ist stärker, als wir dachten. Frank hält nicht mehr lange durch. Ich brauche das Gegengift. Schnell. Reich mir diesen Behälter. Den mit den grünen Kräutern. Alter, die ist blind. What the fuck? Wie war das? Der Sehende... Nee, wie war das? Der Taube ist der Sehende unter den Blinden? Oder wie war das? Die Abtrünnigen benutzen Curare. Aber das ist geruchlos. Und nicht bitter wie das hier. Sag mir endlich, was ich finden muss. Das ist heiliges Veilchen. Um das zu neutralisieren, brauchst du Wasserkräuter. 5 Stück sind nötig, um das Gift zu stoppen. Sie wachsen in Gewässern in der Nähe. Mische sie hiermit, bevor du sie einsetzt. Jetzt hole ich irgendwelche Algen oder was? Okay, wohin? Da runter. Geronimo! Das meine ich. Merkt ihr das, wenn er ins Wasser eintaucht? Dann ist er einfach... Dann ist er einfach stumm. Also er bleibt einfach so stecken, quasi. Ist was zum Untersuchen. Okay, so rote sind das. Hier liegt ein Auto drin. Bisschen auch auf die Dings achten, ne? Der kann ganz schön lange tauchen. Sag mal, sieht man das auf der Karte? Den Tauchbereich oder so? Ne, ich muss auf jeden Fall wieder zurück. Luft hat er. Vor allem ist so ein Tümpel hier, weißt du? Find nix, was ist das denn? Da ist noch was. Mein 5 Stück.
Aber, warte mal. Ändert sich das? Muss ich vielleicht einmal rumschwimmen? Könnte sogar sein, guck mal. Luft! Da ist noch eine. Schwimmen, 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 du musst schwimmen, schwimmen, schwimmen. Schwimmen, 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 du musst... Ah, hier, guck mal, tatsächlich einmal eine Runde rum. Okay, wir haben 5. Ab zu Frankie Boy, Leute! Hoffentlich können wir den retten, das wäre echt nice. Weil Frankie ist eigentlich, wie gesagt... Er macht das nicht mehr lange, Aiden! Mensch, heul leise, Chantal! Ich hab das Gegengift. Bin unterwegs. Ja, jetzt noch schön unter Zeitdruck setzen hier, oder was? Doch schon! Auch so schön treibende Musik. Und Justin, ich komm gleich zu dir. Warte, ich will dich nicht umsonst hinhalten, aber ich bin gerade mitten hier im Zeitdruck, deswegen. Ich sag dir gleich warum. Und so. Aber mein Chat hing schon wieder. Irgendwas verpasst? Hunger und zu wenig. Och Mensch, natürlich solltest du dich da festhalten, du Arsch. So. Frankie Boy! Hast du's? Ja, ich hab's. Gib her! Aiden, du hast mir was versprochen. Vergiss nicht. Ich halte es, Frank. Keine Sorge. Auf den Weg. Hier, trink. Okay. Komm schon. Komm schon. Frank? Frank? Nein. Nein, 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 nein. Bitte, Frank. Frank, du Bastard! Halt durch! Mist! Verdammt. Der schläft nur. Scheiße! Sag ich doch. Oh, Frank, alles ist gut. Atme, atme. Okay, okay. Ich hacke Williams den Schwanz ab und stecke ihn ihm in den Hals. Kolumbianische Krawatte. Ich tue nichts. Was? Die Heilerin sagte was Seltsames. Was denn? Sie sagte, die Abtrünnigen benutzen so ein Gift gar nicht. Dann ist es jetzt wohl anders. Warum sollten sie Frank umbringen, wenn Williams reden wollte? Weil es eine Lüge war. Ich gehe zur Festung. Mit der Wunde? Auf keinen Fall. Jemand muss bei ihm bleiben, LaVorn. Na gut, dann bitte Jack um Hilfe. Er weiß, wie man in die Festung kommt. Aiden... Vermassel es nicht. Ja, versprochen. Guck mal, die dicke Plauze. Habt ihr das gerade gesehen bei Jack? Frank? Die sah ja aus wie meine. Jack? LaVorn sagt, sie wüssten, wie man in die Festung kommt. Gehen Sie aufs Dach, Aiden. Da oben können Sie das Signal des Lasters besser verfolgen. Ich habe den Fahrer der Abtrünnigen bestochen. Er erwartet Sie. Und wird Sie in die Festung bringen. Wer ist es? Jemand, den man leicht erpressen und kontrollieren kann. Sie werden schon sehen. Warum haben Sie nicht schon früher aufgehalten? Jetzt geht auch noch eine Zeit los. Aber nach der Schießerei wurde der Pisser panisch. Zum Glück haben wir den Transmitter. Gehen Sie aufs Dach, bevor das Signal zu schwach wird. Bin ich. Darüber. Matt, ich habe ein Signal. Gut, folgen Sie ihm, Aiden. Und bleiben Sie auf den Dächern. Mensch. Wir dürfen es nicht verlieren. Alles hier so mit Zeitdruck, was soll denn das jetzt? Ich wollte kurz Pause machen, um Justin nochmal abzufrühstücken.
Brennstoffbehälter erkannt. Jack, ich verliere das Signal. Whoa, nicht darunter. Weg, da verlieren wir es nur. Bleiben Sie auf den Dächern. Ja, hä? Willst du mich jetzt eigentlich komplett rollen? Bleiben Sie auf den Dächern. Hey, wo bin ich denn? Auf dem Dach, oder nicht? Jack, ich verliere das Signal. Das Signal wird schon wieder schwächer. Bleiben Sie auf den Dächern, Aiden. Der Laster ist unsere einzige Chance, in die Festung reinzukommen. Also jetzt mal ehrlich, wie soll ich denn hier auf dem Dach bleiben? Was ist denn doch hier der Laster? Oh no! Oh, Dicker. Ja, Text, beende mal bitte die Abstimmung. Oder löst die mal auf. Scheiße! Ja, sorry an die Leute. Mach vielleicht mal eine neue. Bitte, danke. Bleiben Sie auf den Dächern, Aiden. Der Laster ist unsere einzige Chance, in die Festung reinzukommen. Mach gleich nochmal dieselbe. Bis 18:30 Uhr. Ach nee, bis 18 Uhr. So, na bitte, sagt er. Wo ist denn jetzt das Signal? Da hinten. Scheiße. Wie dumm war das denn jetzt? Jetzt mal wirklich. Der Fallschirm. Also. Hä? Der ging halt voll spät auf auch. Jack, gefunden. Der Laster ist in einem Gebäude. Sehr gut. Vermutlich ist es ein Unterschlupf der Abtrünnigen. Finden Sie den Fahrer. Er heißt Steve. Und gelangen Sie in die Festung. Ich werde dein Blut vergießen. Können halt nicht blocken gehen mit dem Speer. Bitte, lass mich gehen. Fick dich. Das war nicht mit Absicht, Leute, ihr habt's gesehen. Ist ja auch egal eigentlich, ob es mit Absicht war oder nicht. Ich weiß ja nicht mal, wer was getippt hat, also von daher. So. Oh fuck! Ich muss hier raus! Ja, müssen wir auf jeden Fall. Ich bin nur durch den Boden gekracht, ihr habt nicht viel verpasst. Er hat mir einen aufs Maul gegeben und ich bin auf durch den Holzboden gekracht. Run, boy, run. Run, boy, run. Da war sogar ein Dingsbums, wa? Ein Schattenjäger. Die ganz üble Sorte. Hier habe ich Schutz erstmal. Können wir ein bisschen Fahrrad fahren? So. Ist hier noch Loot? Tatsächlich. So kann ich hier unten rein. Er hat vergessen, dass die Taschenlampe an ist. Ich halluziniere. Hier lang! Müsste eigentlich das ruhig machen. Ja, mal laut und los. Überraschung, du Penner! Überraschung, du Penner! Na komm her, du Penner!
Trotz meine vor die Maske gematcht. Aber zweimal den gleichen erwischt. Warte mal, ich muss meine Waffe wechseln. Halt, stopp. Jetzt wechsle ich, ob es dir passt und nicht. 75 Schaden, das soll gut. Tot. Ich pack das nicht. Ich pack das nicht. Ich hole nur für eine Memme. Mal kurz meinen Kopf abschlagen. Kriegst du es geschissen? Ah, den kann ich nicht blocken. Knappe Kiste mit der Energie, du. Die sind jetzt mittlerweile auch sehr stark. Aber was ich krass finde, ist, stell sicher, dass du alle Aufgaben in der Nähe erledigt hast, stand da. Und ich jetzt starte der Epilog, das heißt... Ah, Prolog. Ne, warte mal, was ist das am Anfang? Epilog nicht eigentlich immer das, was am Anfang kommt? Oder ist das der Prolog? Warum eigentlich nur Äste? Wieso, was meinst du? Ne, du sammelst jetzt erstmal Äste. Steine hast du schon, die hast du davor gesammelt. Glaube ich. Oder sammelst du die danach? Ich weiß es nicht mehr. So. Hallo Mandy, willkommen im Stream. Alter, ich hatte vorletzte Woche, als ich den Handwerker zugesehen hatte, eine Schweißperle im Auge. Schweißperle hattest du im Auge? Was ist das für eine Schweißperle? Ich habe die ganze Zeit im linken Auge heute wie so eine Wimper, aber da ist nichts. Maske. Ihr verdammten Weicheier! Hinterher! Ich renn doch nicht mal weg! Okay, vielleicht doch ein bisschen. Warte. Na, hier oben sind wieder. Ja, genau das. Peng! Boah, Feuerspucker! Digga, was für geile Show machst du denn? Aber nicht, dass du Eintritt verlangst. Aua! Digga, der ist nice! Feuerspucker, what the fuck, fuck the what? Aber mit dem Pfeil auf mich zielen und Peng sagen, wenn er loslässt, ist halt auch schon dieses andere von... andere cool. Ey, der schießt, der kann... Roller mit dir, Junge. Keine bösen Wörter. Ab auf die stille Treppe. Zack, Arm ab, statt Arm dran. In your face, bitch. Da hat die Super Nanny jetzt geregelt, du. Aber ratzifatzi bombazzi. Oh, Alkohol? Ich wollte ja irgendwas noch aufwerten. Ah, mein Flieger wollte ich noch aufwerten. So, hier haben wir noch ein bisschen C4. Ein paar Werfmesser haben wir auch. Ja, Wurfmesser meine ich natürlich. Ansonsten gehen wir bestens... Oh, guck mal, ein Gear gibt's aber noch. Nightrunner-Werkzeug. Das Ding ist, ich hätte gerne den Enterhaken so, dass ich da mich auch hochziehen kann. Das wäre halt richtig Porno. Die Frage ist, was willst du denn sonst auch verbessern? Bei dem Enterhaken.
Bring mich in die Festung. Dich? Bist du irre? Fahr einfach. Was war denn da los? Erst ist alles gechillt und auf einmal bricht die Hölle los. Ich wusste, der Job ist ein Fehler. Wenn Williams mich nicht killt, killt mich Matt. Ich bin am Arsch. Ich hintergehe die Abtrünnigen. Bin ich bekifft? Bring mich rein, dann passiert dir nichts. Der Schlechter reißt mir das eine Ei ab und Matt das andere. Die machen Eiersalat aus mir. Naja. Das Gute daran, dass du zwei hast, da können zwei dran ziehen. Hat übrigens noch jemand Holy bestellt. Vielen, vielen Dank dafür. Das ist nämlich auch gleichzeitig immer Support für mich. Du, Jax, Chucky, geh ran! Sag mir, dass alles okay ist. Da bin ich! Was ist denn los? Willst wissen, warum ich so lange brauche, oder? Bist du unterwegs? Dauert so lange? Eigentlich nicht, denn... bin gleich da. Alles okay. Aber vergiss nicht wieder das Passwort. Sonst pusten wir dir diesmal die Birne weg. Cool. Bis gleich, Schatz. Warum arbeiten wir uns eigentlich nur Vollidioten? Was ist das Passwort? Dreimal hupen. Nee, warte. Viermal. Nee, dreimal. Geiler Typ. Ich hoffe, du hörst dich nicht. Sicher. Fuck. Oder doch viermal? Viermal? Muss ich echt wegen einer Hupe sterben? Ganz schön knapp was. Hör zu, Steve. Lass keinen wissen, dass ich hier bin. Ja, wo versteckt er sich denn? Halt die Klappe, sonst komme ich und tu dir weh. Kapiert? Die Klappe kann ich super halten. Kein Problem. Der sitzt daneben und sagt keinem, dass ich hier bin. Hä? Habe ich jetzt einen Denkfehler? Chat? Ich bin ehrlich. Erledigt. Aiden, du hast ihn gerettet. Frank ist über den Berg. Gott sei Dank. Nein, dank dir. Aber irgendwas stimmt nicht. Die Leichen der Abtrünnigen sind weg. Ich wollte sie nach dem Gift durchsuchen, das die Heilerin erwähnte. Jack hat die Leichen wegbringen lassen. Seltsam. Ganz genau. Das stimmt noch nicht. Sei vorsichtig. Wichtig ist nur, dass es nicht hier passiert ist. Mach mal halblang. In die Festung kommt keiner rein. Na, ich weiß ja nicht. Soll ich denn da jetzt unbemerkt lang, Leute? Der da hinten sucht mich. Wie lange läuft der Partner für Holy? Was meinst du, EMB? Tatsächlich fängt die Partnerschaft eigentlich erst am 15. an. Ach, ist süß. Ich werde dich kalt machen, Arschloch! Dass ich den nicht greifen kann. Das sagt man nicht. Das kann meine Mama dafür. Jetzt bist du schon. Mensch, nerv mich nicht. Ja, du. Nerv ich dich, du Arsch! Hast du diese Bogenschützen, weißt du, die sind so überflüssig.
15.02. starte ich mit der Partnerschaft tatsächlich erst. Vorher war nur Affiliate, jetzt ist dann Partnerschaft. So. LOL. What the fuck? Haben die jetzt hier getrommelt oder was? Boah, ich muss raus! Ah! Mich unter Wasser heilen? Nee. Mach den Hurensohn fertig! Sagt man nicht. So was man erledigt. Digga, wie viele das sind. Du willst Liebe? Du willst Liebe, du kriegst... Liebe. Hey Arschloch! Dich nagel ich gleich! Dich nagel ich gleich? Ei, schwierig. Hm. Ich irgendwo Loot ein? Wir kommen noch mehr und noch mehr und noch mehr. Ich hab eine Idee. Machen wir mal Multi-Kill. Was ist eine Kiste? Haltet euch bereit! Wie viele das einfach sind, ne? Das Ding ist, was ist das hier, Fernauszünder? Für dich, du Stück Scheiße! Du bist erledigt. Oh, und ich hab's nicht gesehen. Aber da waren eigentlich eine Menge, oder? What? Mach den Wichser fertig! Komm hier nicht weg. Zum Teufel, hab dich erwischt! Als ob ich da nicht hochkomme. Warum sind das jetzt so viele, Leute? Hab ich überhaupt einen erwischt? Okay, wartet mal, ich muss mal kurz was craften hier. So, Molly. Haben wir. Dann müssen wir das damit regeln. Scheiß Bogenschütze. So. hallo? Waffe? Mein Auge juckt. Jetzt nicht rein, Theo, praktisch eigentlich hier reinrennen und die haben mich dann aus den Augen verloren. Könnte sogar funktionieren. Funktioniert auch. Hey, schau dir das an. Was für eine tolle Überraschung. Das musste sein, bevor der mich verrät. So. Es sind aber auch viele, Junge, Junge.
So, okay, wo müssen wir jetzt hier lang? Häng ich da fest? Aber dann mal. Drückt der Jucken, Leute. Wo müssen wir hin? Wohin genau? Ach. Boden? Hier vielleicht? Ah ja. Schwimmen, schwimmen, schwimmen. Muss schwimmen, schwimmen, schwimmen. Die Frage ist, wo lang, wo lang, wo lang, wo lang. Da geht's nicht weiter, aber weiter. Da ist eine Kiste. Kiste! Schwer, komm her, ich zeig dir, was schwer ist. Easy. Okay. Hier geht's nicht lang. Ist nur die Kiste. Okay, dann lass nochmal eine Luft tanken. Also doch da lang. Hey Fritzli, wie geht's, wie steht's? Jetzt oder nie heißt die Mission. Nächstes Mal krieg ich dich. Nächstes Mal krieg ich dich. Das halte ich für ein Gerücht, mein Freund. Oh nein! Falsche Tosse. Einfach mal Feuer überlebt. Du entkommst nicht, Arschloch! Bist du ja so gut? Ah, meine Energie, Digi. Krass, wie stark die sind. Gefällt dir das? Schon stark, die Dudes. Guck mal, als wäre sie synchron gefallen da. Ich will eine Runde Bowling spielen jetzt mit den Köpfen. Schach wird schwierig. Weil hier zu ist oder was? Wo ist er? Wache! Wo ist Waltz? Hey, sie hat Angst vor dir. Spiel, Anna. Brauchst keine Angst zu haben. Du bist Aiden, oder? Du willst mich töten, stimmt's? Ich suche nach Waltz. Ach, weißt du, Waltz und ich sind aktuell nicht auf einer Wellenlänge. Wo ist Frank? Er wäre fast gestorben. Moment, was ist passiert? Deine Leute haben auf ihn geschossen. Warte, Sam. Du hast gesehen, dass meine Leute geschossen haben? Matt hat's gesehen. Meine Leute? Ich hab nur einen losgeschickt. Nur einen Fahrer. Aiden, was ist los? Leichen können wir später zählen. Du hast die Angriffe mit Waltz gestartet und Frank aufgelauert. Damit hatte ich nichts zu tun. Ich hab die Angriffe vor 11 Jahren gestoppt. Und ich versuche auch jetzt, sie zu stoppen. Waltz ist nicht hier. Hören Sie nicht auf ihn, Aiden. Senken Sie die Schottwände. Du weißt, was er vorhat, oder?
Wenn du mich nicht tötest, werden es seine Schurken und er tun, sobald du sie reinlässt. Du willst Waltz finden, Aiden. Ich auch. Du musst mir glauben. Irgendwie traue ich ihm. Komm, wir scheißen wieder auf die PK. Die Peacekeeper. Na schön. Hilf mir, Waltz aufzuhalten. Sie sind tot, Aiden. Ich werde euch beide umbringen. Gute Entscheidung, Aiden. Das werden wir noch sehen. Das werden wir noch sehen. So. Wer hat das Fischauge attackiert? Keine Ahnung, Aiden. Ich habe nur einen Fahrer geschickt, um Frank und die anderen zu holen. Ein Typ namens Steve. Luan, du musst die toten Abtrünnigen finden. Williams sagt, er hat nur einen Mann geschickt. Einen? Ich find's raus und sag dir Bescheid. Wo ist Waltz? Wo ist Waltz? Das Einzige, was ich weiß, ist, dass er nach einem Ort namens X-13 gesucht hat. Er sprach von dem Ort, als wäre es seine letzte Hoffnung. Letzte Hoffnung wofür? Keine Ahnung. Aber deswegen hat er den Strom eingeschaltet. Und dabei das Ausfallsicherungsprotokoll ausgelöst. Ausfallsicherungsprotokoll? Das gleiche, das die anderen infizierten Städte zerstört hat. Es wurde wieder aktiviert. Und bald werden wieder Raketen fliegen. Ich wollte Waltz aufhalten, aber er hat mir fast alle Männer genommen. Daher kontaktierte ich Frank. Okay. Okay. Wie halten wir die Raketenangriffe auf? Das geht nur mit demselben GAI-Schlüssel, der die Sequenz ausgelöst hat. Ja, den hat Waltz. Also gibt es keine Zeit zu verlieren. Warum arbeitest du überhaupt mit diesem Irren zusammen? Weil er nicht nur irre ist, sondern auch genial. Ich wollte, dass er meine Soldaten optimiert. Und das hat er. Aber mir war nicht bewusst, dass er sie gegen mich aufbringen würde. Dass er sie für seine eigenen Zwecke missbraucht. Welche Zwecke? Das hat er mir nicht gesagt. Wie komme ich zu X-13? Es ist der GRE-Hauptkomplex. Er wurde bei der Isolation der Stadt gebaut. Dort wurden die geheimsten Einsätze durchgeführt. Man kommt über den GRE-Tunnel im Zentralring dorthin. Geht Waltz dahin? Deshalb hat er die Abtrünnigen ins Zentrum geschickt. Zumindest, wenn man den Notizen in seinem Zimmer glauben kann. Geh und hör sie dir selbst an. Sein Zimmer ist im westlichen Flügel. Ich arrangiere derweil den Transport zu X-13. Beeil dich lieber. Irgendwie glaube ich dem. Chat, glaubt ihr dem? Noch was. Ich sehe es an deinen Augen. Du warst eine seiner Testpersonen, oder? Du verwandelst dich. Genau deshalb muss ich ihn finden. Ich glaube ihm irgendwie. Also er wurde halt von ihm hintergangen. Wieder mal. Jeder fällt irgendwie auf den Waltz rein. Das ist richtig witzig. Na? Worauf wartest du noch? Waltz Zimmer ist im westlichen Flügel. Es ist höchste Zeit, Waltz aufzuhalten. Aiden, bist du da? Es ist dringend. Was denn? Es geht um Ned. Die Metwurst. Er ist es, der Frank umbringen wollte. Ich habe die Leichen gefunden, die Ned wegbringen ließ. Es waren Peacekeeper, verkleidet als Abtrünnige. Matt hat Frank also reingelegt. Wo ist er jetzt? Wir haben uns gut entschieden. Ich suche ihn gerade. Wir wissen jetzt, was er vorhat. Wir kriegen ihn schon noch. Wir haben uns gut entschieden. Was denn jetzt? Geht nicht. Brauche ich Strom irgendwie erst? Hauptkammer. Okay. Irgendwie, worum geht's denn? Bei der anderen Seite verschlossen. Also irgendwas haut ihr nicht hin, du. Hä?
Was steht bei der Quest? Finden Sie Walls Quartier. Ey, Digi. Oh, ich habe gerade ausgeblendet. Warte, warte, da kommt's. Vielen, vielen Dank. Sebi, dankeschön für 2 Monate Resub. Vielen, vielen Dank, dankeschön. Wer will nochmal werden? Natürlich neu, ohne neues Glück. Vielen, vielen Dank, Sebi, für 2 Monate Resub. Dankeschön. So, Leute, wieso geht denn der Aufzug jetzt nicht? Ah. T-Rock, herzlich willkommen, vielen Dank fürs Followen. Einmal Ausrufezeichen Survival in den Chat. Ich raff's nicht, Leute, hier ist doch gar kein Strom drauf. Ach, guck mal. Der ist doch gerufen. Arschel rufen. Klong. Bug oder soll das so? I don't understand this. Der steht hier immer noch wie angewurzelt. Darf ich einen Tipp geben wegen dem Aufzug? Klar, sag mal. Hier war außen lang und da dann irgendwo rein. Wie den unteren Knopf drücken jetzt auf. Moment. Da gibt's 2 Knöpfe? Was da? Hä? Hier war sogar noch eine Kiste, guck mal. Lol. Ja, okay. Okay. Aber das heißt, wir nähern uns jetzt schon dem Ende. Wie schnell waren wir denn? Na gut, wir haben keine Nebenquests so wirklich gemacht, aber ich hoffe ja, dass man die irgendwann nochmal nebenbei machen kann. Also danach noch vielleicht ein paar Nebenquests. Ist da jemand? Oh, hier hat aber jemand geschustert, du. Das ist einfach mal nicht der Arbeitsschutz sehen hier, du. Bist ja aber ganz, ganz gefährlich. Da kommen wir ja stolpern. Stolpern. Da kann man stolpern, Leute. So, hier wurden auf jeden Fall Experimente durchgeführt. Er hat ja an irgendwas gearbeitet. Naja, der hat wieder seine Supersoldaten. Was hast du mit uns gemacht, du kranke Sau? Du kranke Sau, du. Aiden, ich habe deinen Transport arrangiert. Komm nach draußen. Ja, warte mal, jetzt will ich mir eigentlich schon mal kurz das anhören. Sammelstückchen und dann hier Walls. Ja, Aufzeichnung. Bericht 2020-36, der 126. Tag des Jahres. Ein Informant aus Old Willador meldet, dass Commander Lucas ihn gefunden hat. Er fand den GRI-Schlüssel. Das bedeutet, X-13 kann wieder betreten werden. Ich habe ein Speerteam unter Dinans Kommando zur U-Bahn-Station Old Willador geschickt. Ich erwarte seinen Bericht. Toll. Jetzt musst du dir noch eine richtige Reihenfolge anhören. Bericht 24-2036, der 130. Tag des Jahres. Es ist 6 Monate her, dass uns die Fördermittel ausgingen. 20, seit es irgendwelche Verbesserungen gab. Patient bewusstlos. Nach Verabreichung des Mittels leichter Anstieg des Blutdrucks. Sichtbare Pupillenbewegungen. Nur eine Rückkehr nach X-13 kann Verbesserung bringen.
ließen sich die Information bestätigen und sollte Commander Lucas den GRE-Schlüssel finden, dann gäbe es eine Chance, diese Forschung fortzusetzen. Ihr Erfolg ist unerlässlich. Okay. Rock, vielen Dank für den Hinweis. Brauchen wir die zwei noch. Bericht 13-2036, der 105. Aiden! Aiden, hier ist Killian. Killian? Ich habe gehört, du suchst Waltz. Ja, er ist unterwegs zu den Tunneln am Tower Plaza Drive. Ich muss ihn stoppen, ehe er X-13 erreicht. Dann gehen wir auch dorthin. Wir sind zwar nicht viele, aber die Nightrunner stehen hinter dir. Die Nightrunner stehen hinter mir. Dafür gibt's doch davon gar nicht mehr. Ui, was ist das denn? Inventory ist full. 66er Schaden. Guck mal, uns mal dahin. Zeig mal hier. Yeah, yeah. Hier haben wir doch noch ein paar. Was ist eigentlich sortieren nach Seltenheit? Will ich nicht sortieren eigentlich. Nach Schaden. Ja, das hat's gar nicht nach Schaden sortiert. Das macht so wenig Schaden? What? Krass. Sehr heavy. Brumm. Ja, ich könnte die verkaufen, aber ganz ehrlich. Warum? Irgendwo eine Kiste? Gibt hier noch was bei euch zu holen? Tatsächlich. Eine Soldatenhose! Zeig doch mal. Kann meine jetzt aktuell Überlebensdauer, blablablub. Ich wäre eigentlich immer nur, dass meine Ausdauer nicht so schnell runtergeht. Ausdauer kosten. Alles blöd. Mit B. Tough Ducky, herzlich willkommen. Vielen Dank fürs Followen. Wie geht's, wie steht's? So. Wo ist denn hier Cornell? Ne, wie ist der? Doch. Colonel. Cornulelli, Spirelli. Besser. Wo ist sogar noch ein. Warte, ich gehe noch nicht hin. Hier haben wir noch einen Händler. Oh, guck ja. Mal. Einmal verkaufen. Hm. Ich brauche das nicht. Aber Mollys nehme ich gerne noch. Danke, Anke. Schadenswiderstand bei Nacht. Fahren! Schau mir nicht so an. Aiden, der Fahrer bringt dich zum Eingang des Tunnels. So solltest du zur X-13 gelangen können. Los, es bleibt nicht mehr viel Zeit. Bald werden die nächsten Raketen die Stadt treffen.